Ja, Freunde, aufregend. Mal gucken, Freestyle, Extreme, Überholen, Scheißdreck, wie auch immer das heißt. Ich bin jetzt schon ein paar Mal hintereinander gefahren. Also da brichst du dir echt einen ab. Kurven mit zwei Scheitelpunkten sind in Chicago an der Tagesordnung. Wenn du die gut erwischst, ist das die halbe Miete. Fahr! Oh Mann! Oh, willst du mich verarschen? Fahr doch mal, du Pisskopf! Du Fettsack, du! Letzte Runde. Gewonnen? Du willst mich verarschen, oder? Das kann ich nicht gewonnen haben. Ich bin doch scheiße gefahren. Du hast eine starke Leistung gezeigt und das Ziel erfüllt. Du kannst rundum zufrieden sein. Ihr seid doch alle bescheuert, ey. Vorhin hatte ich irgendwas mit über 10.000 Punkte. Jetzt habe ich gerade 8.000. Hab so viel Scheiß mit, weil ich dachte, hast du sowieso verloren. Und jetzt gewinne ich das auf einmal. Ey, hallo, ihr seid doch nicht mal alle ganz knusprig. Mit dieser Leistung haben wir auf uns aufmerksam gemacht. Wirf einen Blick in dein Newsfeed. Alter, nee, weg, geh weg, geh weg. Geh weg, komm, das... Nein! Nein! Da, da, da! So. Jetzt bin ich gespannt, was hier kommt. Oha. Schauen wir mal. Fahren wir mal mit der Karre da. Mann, ey. Ich
Dieser Lademodus, der dauert arschlang. Das ist so nervig, da gehst du nicht ran. Nerv, 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 lass knacken, nerv, nerv, nerv. Chicago ist eine Reißbrettstadt. Jede Menge 90-Grad-Kurven erwarten dich. Die trennen dich von Platz 1. Dieses Auto verursacht mir Kopfschmerzen. Noch zwei Runden. Halt die Fresse. Letzte Runde, zweiter Platz. Du kannst es schaffen. Mach jetzt keine Fehler. Halt die Klappe, Mann! Der liegt nur 5 Sekunden hinter dir. Ja, Quatsch, bin ich so doof von der Seite an. Das gibt's nicht, ich hab gewonnen, ey. Boah. Oh, Scheiße. Das war eine Geburt, Sieg. Ey. Wenn der wir Hammer. Wenn wir Union an Bord haben, ist uns das Interesse anderer Clubs sicher. Junge, 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 Junge. Ja. Das ist meine E-Mail-Adresse.
Wir müssen das Interesse steigern, damit wir die WSR starten können. Wirf mal einen Blick auf deine Sponsorenziele. So, was haben wir denn als nächstes? Gehen wir dann nochmal drauf. So, da haben wir, das haben wir. Miami-Rennen, Art Deco, Schleife, Schleife. Keine Ahnung, was. Drei Runden Art Deco Schleife. Ich schleife mir gleich auch einen Säbel hier, ey. Boah. Nee, ja, komm, wir bleiben dabei. Wir bleiben bei der Karre. Sonst bringt das alles nichts. So. Ja, mein Gückendün. Ja. Schmiermittel. Mir Arschloch. Geh mal kacken, du Sau. Jetzt mach lad doch mal schneller, Mensch. Ist ja Wahnsinn. Die Straßen von Miami sind unregelmäßig gewölbt. Lass dir das Auto nicht aus der Balance bringen. Die Gegner werden es uns heute nicht leicht machen. Leg ein gutes Tempo vor. Da brech mir wahrscheinlich genauso einen ab wie bei dem anderen Rennen. Dir hat es eine Kollision gegeben. Zwei Runden zu fahren. Alter. Ja, du blöde Nutte. Oh Mann, ey, da brichst du dir doch, ey. Hallo, zurück! Oh, an mir anlegen ist echt scheiße. Letzte Runde. Da muss ich halt die Bande nutzen. Zurück, aber ganz schnell. Aber ganz, ganz schnell. Zurück, los, lass knacken. Willst du mich verarschen, oder was? Meine Fresse, ey! Ist eine Nuttenkarre, ey! Ja, machst du so eine Scheiße, oder fährst du geradeaus, oder was? Yeah.
ey! Hör mal! Bist du bescheuert oder was, ey? Mann! Leck mich, geh weg, Alter, geh kacken, ey! Das sind ja mal Rennen, Alter, die hauen ja echt das Letzte aus dem Blech. Boah! Union in seiner Paradedisziplin zu besiegen. Boah! Oh. Alter, meine Fresse! Okay, Christian. Wir haben inzwischen eine große Fangemeinde. Jetzt ist der ideale Zeitpunkt, die WSR zu starten. Die Fahrer von New Union und die Pacers sind mit im Boot. Denk deshalb daran, sobald die WSR beginnt, gelten die aktuellen Einladungen nicht mehr. Wir sehen uns im nächsten Let's Play, Leute. Ciao, ciao!